So, also, wir gucken mal ganz kurz, ob wir vielleicht noch eine Nebenquest haben, die noch in unserem Bereich liegt. Hier der unbesungene Jäger. Ah, das hatte, glaube ich, mir auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass er die nicht abschließen konnte oder so. Sonderlieferung. Finde Luis de Lucas Fluggerät. Tödliche Jagd, das ist zu hoch. Getrennte Verbindungen. Der Klang der Nacht. Ah, Schatten verfolgen. Zu Solid bringen. Wir machen mal das. Seltsame Geräusche bei Nacht. Wir haben auch wieder Skillpunkte. Ich wollte noch mal gucken hier. Ich muss gleichzeitig Shift drücken, um die Rolle zu machen. Okay. Fischer, das haben wir auch geskillt, stimmt. Ausdauerkasten. Befindest du dich in der Nähe eines taumelnden Ziels, kannst du es anvisieren. Wie kriegt man die zum Taumeln? Verdoppelt die Dauer der Stärkung durch das Lieblingsfressen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das überhaupt irgendwie alles. Ach, guck mal hier, wenn wir alle haben, dann kriegen wir eine super Fähigkeit, stellt die Ausdauer wieder her. Was haben wir denn noch? Warte mal, Hersteller. Weitere Kochzutaten. Größere Wahrscheinlichkeit unter tadellosen Bedingungen sammelst. Kampfstärkungen. Besten Materialien kriegen wir angeboten. Weitere Kochzutaten. Jagdfeuer zerbrechen. Können aufgesammelt werden. Das hier würde ich glatt nehmen, dass wir noch mal ein bisschen mehr was tragen können. Das habe ich schon geskillt, ich Depp. Ausrüstung, so Waffenobjekte, die du fertigst, sind jetzt mächtiger. Spitzenherausforderung. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob man gegebenenfalls einfach alles skillen kann? Also ob man genug Level hat, um alles zu skillen? Schaden gegen Wildtiere. Kochzutaten. Keine Geräusche, keine Geräusche. Erinnerungen an Krieger. Schaden erhöht. Schaden erhöht. Zwei weitere Granaten. Gegen markierte Feinde. Ich glaube, ich. Oh, ist das schwer, ey, Leute. Ist das schwer, sich zu entscheiden, ja? 50% Energie haben wir schon. Rohe Kochzutaten stellt doppelt so viel Energie her. Heilungsbeutel. Ach, Leute, Leute, Leute. Allgemeine Gesundheit wird erhöht. Durch Pflanzen erlittene Schaden. Ich glaube, ich hau mal hier einen Punkt rein. Dann sind wir wieder beim Ikran. Ich muss das mit dem Lieblingsding erstmal rauskriegen. Krieger. Schaden gegen markierte Feinde machen wir erstmal. So. Jetzt zu den Geräuschen.
Wo ist das? Wo ist das? Ich habe das doch markiert eigentlich, oder? Was ist denn hier eigentlich? Ach, das ist, glaube ich, nochmal so ein Skillpunkt. Da fliegen wir mal kurz hin. Der Klang der Nacht. Hier unten ist es. Ne? Nee. Bin ich denn blöd? Der Klang der Nacht. Verfolgung ist an. In der Nacht zu untersuchen. Ach, vielleicht ist es einfach gerade nicht Nacht. Es macht durchaus Sinn, ne? So, wir fliegen mal kurz zum Wegpunkt. Und guck mal, was wir da aufsammeln können. Ja, so kann ich ausweichen. Yes! Ach so, warte mal, wie ist denn Füttern nochmal? Fütter ich ihnen ganz normal aus dem Menü? Schutzfrucht. Die Tasten. Wo habe ich ein X? Da habe ich X. Mager Fleischspieß. Schutzfrucht. Alles gut? Ich werde wahrscheinlich über mit der Zeit erst rausbekommen, ja, was sein Lieblingsessen ist, oder? Kann auf jeden Fall hier schießen. Wo ist denn mein Wegpunkt? Der muss hier sein, irgendwo. Ikran Ausrüstungskorb ist hier. Da unten irgendwo. Ach, da ist es. Hier irgendwo. Hier. Nee, das ist nochmal was anderes. Komm mal ein Stück hoch. Ein kleines Stück hoch. Häng da irgendwie an der Kante. Harter Aufschlag. Wenn du einen Nahkampfangriff ausführst, während du dich in der Luft befindest, verursachst du zusätzlich Schaden. Je schneller du in der Luft unterwegs bist... Ah, ist dann so ein... Runterspringen. Okay, cool. Nahkampfangriff. Ja gut, Nahkampf werde ich nicht so sehr machen. Okay, haben wir wieder eine Fähigkeit bekommen. Aber was war das mit dem Ikran? Sarentu-Gründe. Was war das mit dem Ikran-Ausrüstungskorb? Der muss direkt auch hier irgendwo hinter mir sein.
Jetzt ist er wieder vor mir. Kann ich den markieren? Da ist er. Da ist er. Hier. Durchsuchen. Ein Umbra-Harnisch. Wie legt man den an? Harnisch lege ich wahrscheinlich, wenn ich hier... Ach hier, Amai. Gucke mal. Kopfschmuck. Reitausrüstung. Ah, hier. Ohne weitere Auswirkungen. Einfach nur der... Nur der Harnisch. Kosmetische Überschreibungen. Widerstands-Ikran. Also so komplettes Aussehen quasi. Aber ich finde es eigentlich fast schon besser, wenn er gar nicht so viel anhat. Ah, Ikran Energie. Bevorzugte Futterarten. Ja, wie gesagt, das habe ich mir gedacht. Ne? Ich muss ihn erstmal mit anderen Zeug auch füttern, um zu gucken, was sein Lieblingsessen ist. So, hier habe ich immer noch nichts gefunden. So, okay. So, was war hier jetzt noch? Da ist noch was. Wir sammeln mal alles erstmal ein hier oben. Vielleicht finden wir noch ein paar Skillpunkte. So. Leroy! Ist das geil gemacht, ja. Hier ist irgendwas, hier ist irgendwas. Da, ach, hier ist ein Baum wieder. Kann man den nicht benutzen? Nein. Das kann man vom Ikran aus nicht benutzen. Wieder Leben erhöht, genau. Okay, Gesundheit gesteigert. Dann haben wir... Hier haben wir noch was. Oh, hier ist noch ganz viel zum Einsammeln, ja? Streicheln. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so der Avatar-Fan, aber das Spiel macht wirklich Spaß, muss ich sagen. Das hat irgendwas. Das wäre cool, wenn man hier noch den Wegpunkt schon so ein bisschen besser sehen könnte. Ah, es ist hier schon irgendwo. Hier. Da ist es, glaube ich. Da. Ja. Nochmal Gesundheit. Sieht man das irgendwie auch in Form von Zahlen, die Gesundheit, wie viel man wirklich hat? Dass man irgendwie so eine Statistik sieht oder so? Spielerstatus einsehen. Ah, hier, guck mal jetzt. Gesundheit 328. Durch Ausrüstung, Energie, Schaden. Okay. Okay. So, dann haben wir... Hier ist noch was. Schade, dass man die Karte nicht drehen kann. Ach, echt Idiot. Natürlich kann man die Karte drehen.
Oh, immer so viel. Stein des Geschichtenerzählers. Ein Tarsius-Setzling. So, was haben wir da? Da müssen wir gucken. Los, muss ja irgendwo unter uns sein. Oh, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich bin noch zu hoch. Eine Ebene runter muss ich nochmal. Ist das herrlich? Hier ist was, hier ist was, hier ist was irgendwo. Nochmal ein Ikran-Ausrüstungskorb. Fortgeschrittener Schmuck. Es war verkehrt. Karte wollte ich eigentlich. So, dann haben wir noch... Ich sammle erstmal das hier unten ein und dann fliegen wir nochmal hier oben hin zum Tarsius-Setzling. Da ist jetzt noch was. Jetzt nochmal eine Ebene runter. Hier irgendwo. Da ist er. Nochmal so ein Gesundheitsdingern. Also ich hatte 328. Jetzt mal gucken, wie viel mir das dann tatsächlich bringt. Das war verkehrt. Drei Punkte Gesundheit bringt das. Okay. Ja, es läppert sich dann irgendwann zusammen, ne? Wie sieht es eigentlich mit Pfeilen aus? Okay. So, dann haben wir noch hier was. Schattiger Hain. Clanbeitrag Brandfrucht. Frachttransferlage Bravo. Was haben wir hier? Ah, guck mal, das leuchtet auch gelb. Oh, die schießt. Dammit! Die machen Schaden in der Zeit. Das ist schon eine bessere Geschichte. Was sind das für Bäume? Nachtblatt. Langbogenherstellungsmaterial. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht irgendwie, ne? Kann das sein? Ist auf jeden Fall nur normal. Grün. Ist auch nur grün. Oh lala. Hier finde ich nicht, ich finde den Punkt nicht. Ganz gerade nach unten. Ne, nach links. Nach links. So. Ich muss nämlich ein paar Bögen einfach für die Clan-Beiträge craften. Es kann sein, dass ich das da brauche.
So, Essen sollen wir auch schon wieder. Wir essen mal. Nee, das ist jetzt verschwendet. Wir essen mal so ein richtiges Futter. So. Okay. So. Habe ich den Wegpunkt gesetzt? Habe ich den schon gesetzt? Doch, ich habe ihn gesetzt, glaube ich. Es ist gut, dich zu sehen. Und weiter nach unten. Hier unter mir direkt ist irgendwo das Lager. Hier, vielleicht kann man das jetzt mal schnell freischalten. Ach, das müssen wir auch nochmal testen mit dem... mit dem Fische fangen. So, die wollten irgendwas, das habe ich aber, glaube ich, gerade nicht. Brandfrucht. Hat man hier einen Korb? Rühre Ärger auf und dir wird kein Löffel bleiben. Wir können ja mal so eine gute Kochtat benutzen. Warte mal, hier ist ein Korb. Nee. Irgendjemand hat mir gesagt, hier gibt's in jedem Lager und in jedem... in jedem Forschungslabor gibt es einen Korb. Oh. Wir kochen mal mit einer guten Zutat. Ah, das hat eine längere Effektdauer. Gucken. Obstsalat. 30% Gesundheit und eine längere Dauer. Und 100% Energie. Und 30% für 43 Minuten. Na, das ist doch... das lohnt sich doch, Leute, ja? So... aber ihr habt denn recht, ne? Es macht wirklich keinen Sinn, sich da irgendwie... sie braucht eine starke Hand. Irgendwas Grünes aufzuheben oder so. Herstellen. Normaler, flinker Langbogen. Ah, jetzt kann ich den herstellen. Flinker Langbogen. Ist nämlich für den einen Clan-Beitrag. Brauche ich nur das? Linker Langbogen. Entfalte ein Blatt zu früh und es trocknet aus. So. Und wo kann man jetzt die Zeit vergehen lassen? Irgendjemand hat gesagt, irgendwie am Lagerfeuer oder so? Dass wir in die Nacht kommen? Zu blühen. Vielleicht gibt's das nicht bei jedem? Oder ich habe euch falsch verstanden, das kann auch sein.
oben ist noch was, ne? Komme ich nicht hin. Müsste man fliegen.